Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ein herzliches Willkommen hier im Atrium, ein herzliches Willkommen bei Ihnen zu Hause. Ich darf Sie im Namen der Leibniz-Gemeinschaft recht herzlich zum parlamentarischen Abend hier im Atrium begrüßen, zum Thema Gesundheit im demografischen Wandel. Ich bin mir ganz sicher, jeder von Ihnen hat sich schon mal gefragt, wie denn der eigene Lebensabend aussehen soll. Und ich bin mir sicher, Sie wollen alle nicht nur lange leben, möglichst alt werden, lange alt werden, sondern Sie wollen natürlich auch möglichst lange gesund bleiben. Es geht also nicht nur darum, das Leben zu verlängern, sondern die Gesundheitsspanne zu verlängern. Und wie das gelingen kann, wie momentan der Stand der Altersforschung ist, wo es vielleicht noch ein paar Hürden gibt, darüber wollen wir heute Abend reden. Sie dürfen sich also auf einen spannenden Abend freuen. Aber natürlich hat als allererstes der Präsident das Wort. Bitte begrüßen Sie recht herzlich den Präsidenten der Leibniz-Gemeinschaft, Herrn Professor Karl Ulrich Meyer. Sehr verehrte Frau Ministerin, liebe Frau Wanka, sehr geehrte Mitglieder des Bundestags, der Landtage und des Abgeordnetenhauses von Berlin, Ihnen insbesondere ist dieser Abend heute gewidmet und ich freue mich, Vertreter, Abgeordnete aus Sachsen-Anhalt, Brandenburg, Nordrhein-Westfalen, Sachsen und Berlin begrüßen zu dürfen, mit einer kleinen Einschränkung, denn einige der Kollegen aus Sachsen und Sachsen-Anhalt haben wegen der Flut heute Abend nicht zu uns finden können. Sehr verehrte Frau Staatssekretärin Hartwig Tiet, liebe Frau Schick, liebe Frau Koch-Unterseher, sehr geehrte Vertreterinnen und Vertreter der Bundes- und Landesministerien, vor allem freue ich mich, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Helmholtz-Gesellschaft und der Max-Planck-Gemeinschaft, lieber Herr Turner, insbesondere lieber Herr Rietsche, liebe Leibnizianerinnen und Leibnizianer, sehr verehrte Damen und Herren, liebe Gäste. Ich möchte Sie alle sehr herzlich zum heutigen parlamentarischen Abend der Leibniz-Gemeinschaft begrüßen. Wie Sie wissen, ist der demografische Wandel das Thema des aktuellen Wissenschaftsjahres. Die Leibniz-Gemeinschaft hat die zentrale Wanderausstellung Zukunft Leben, die demografische Chance gestaltet. Sie ist zurzeit unterwegs in der Bundesrepublik, im Augenblick in Mainz. Die Ausstellung zeigt auf, dass der demografische Wandel nicht nur eine Bedrohung ist, sondern auch als eine Chance begriffen werden kann. Aber wenn wir schon so mutig sind, von Chance zu sprechen, dann müssen wir natürlich auch über eine Bestandsaufnahme reden. Und das gilt insbesondere in dem Bereich von Gesundheit und Gesundheitspolitik. Der demografische Wandel ist das Ergebnis von drei Prozessen: eine niedrige Geburtenrate, das Auf und Ab der Zu- und Abwanderungen und wir erfreuen uns einer stets steigenden Lebenserwartung. Die Bevölkerung in Deutschland wird immer älter. Und das bedeutet nicht nur medizinische Umstände, Gesundheitsfolgen, sondern auch gesellschaftliche und ökonomische Folgen. Der Anteil älterer Menschen an der Bevölkerung ist deutlich angestiegen und da hat sicher die Medizin ihren ganz erheblichen Anteil daran und das ist erfreulich. Wir wissen aber natürlich auch und sollten das auch nie unterdrücken, dass im Alter schwere Krankheiten verstärkt auftreten. Wir wissen ferner auch aus einer Vielzahl von Studien, dass ältere Menschen eines bestimmten Alters, sagen wir 85, heute gesünder sind als vor 10 oder 20 Jahren, übrigens auch weniger dement. Die Experten von Ihnen denken da vielleicht an die Göteborg-Studie oder an die Rotterdam-Studie. Deshalb hat eine gerade veröffentlichte Studie des französischen Anserm in Population and Societies über die Selbstwahrnehmung des Gesundheitszustands der EU-Bevölkerung ohne Rumänien und Bulgarien überrascht. Diese Studie zeigt nämlich einerseits, dass die Lebenserwartung ohne chronische Krankheiten zwischen 2005 und 2010 nicht gestiegen, sondern gefallen ist. Nach 2010 wieder etwas angestiegen. In dem Fall geht es darum, dass die Anzahl der subjektiv empfundenen Anteil der
derjenigen Personen, die sich als subjektiv krank empfinden, massiv zugenommen hat, jedenfalls in dem europäischen Maßstab. Das scheint dem zu widersprechen, was ich vorher gesagt habe, aber die Studie zeigt auch, dass die Europäer in ihrer Selbstwahrnehmung länger gesund und beschwerdefrei leben. Es sind also unterschiedliche Indikatoren. Und diese Spanne subjektiv gesunden Lebens steigt noch rascher als die demografische Lebenserwartung. Die Forscher versuchen, diesen scheinbaren Widerspruch aufzuklären mit der Tatsache, dass eben chronische Krankheiten nicht notwendig mit einem Verlust an Lebensqualität einhergehen. Wir haben diese Krankheiten möglicherweise dank der medizinischen Forschung besser im Griff. Ich habe dieses Beispiel aber auch deshalb genannt, weil, wenn wir solche wissenschaftlichen Aussagen machen, wir immer fragen müssen, was ist eigentlich die Methodik, die dahinter steckt. Und als lang gedienter Umfrageforscher würde ich zunächst mal sagen, es reicht nicht, subjektive Umfragewerte zu erheben. Man muss eben auch, ich komme darauf zurück, in großen Studien auch medizinische Detailstudien vornehmen. Wir wissen allerdings auch, dass die subjektive Gesundheit die Sterblichkeit besser prognostiziert als manche objektive Krankheitsfeststellungen. Jenseits der Ebene der Einzelnen führt der immer höhere Anteil älterer Menschen auch zu, ich habe das gesagt, gesellschaftlichen ökonomischen Problemen. Wer übernimmt die Pflege von Angehörigen zu welchen Kosten? Wie lässt sich ein Gesundheitssystem finanzieren? Also wie können wir die Balance von Beiträgen und Gesundheitskosten wahren? Welche neuen Therapie- und Präventionssätze in der Alterungsmedizin gibt es? Und wie kommen die Ergebnisse aus der Forschung ans Krankenbett? Translationale Forschung ist in den letzten Jahren ja zu einem Modewort geworden. Und ich bin glücklich, dass Herr Radbruch vom Deutschen Rheumazentrum hier ist, mit allein 8 Translationsgruppen zusammen mit der Charité. Heute Abend haben Sie Gelegenheit, direkt von Leibniz-Wissenschaftlern zu erfahren und mit ihnen zu diskutieren, welchen Beitrag Sie leisten zur Beantwortung dieser komplexen und drängenden Fragestellungen. Wir möchten Ihnen heute Abend präsentieren, wie aktiv die Institute der Leibniz-Gemeinschaft in der Medizin- und Gesundheitsforschung sind und dass die Forschung der Institute damit substanziell zur Gestaltung des demografischen Wandels beiträgt. Ich will Ihnen ganz skizzenhaft kurz die Breite der Gesundheitsforschung der Leibniz-Gemeinschaft darstellen. Leibniz-Institute forschen im Bereich von Immunerkrankungen, Allergien, Infektionen, Rheuma und Adipositas und ihren Komplikationen, Diabetes und Erkrankungen des zentralen Nervensystems. Dazu kommen in unseren Leibniz-Forschungsverbünden 5 Querschnittsbereiche: Prävention, Ernährung und Gesundheit, Umwelt und Gesundheit, Altersforschung und Wirkstoffforschung und Toxikologie. Alle diese Bereiche haben einen unmittelbaren Bezug zu den möglichen Folgen des demografischen Wandels. Einige Beispiele. Kürzlich haben sich insgesamt 19 Leibniz-Einrichtungen zum Leibniz-Forschungsverbund Gesundes Altern zusammengeschlossen. Ziel dieses Forschungsverbundes ist die Erforschung der biologischen und gesellschaftlichen Grundlagen des Alternsprozesses und deren Wechselwirkungen, um neuartige Interventions- und Anpassungsstrategien zu entwickeln. Gesundes Altern ist eine Provokation und die ist hier gemeint. Das sind Institute, die in einem engeren Sinne molekulare Forschung betreiben, bis hin zu den Arbeitsforschern, den Raum- und Regionalplanern und unseren Wirtschaftsforschungsinstituten. Das heißt, wir bündeln die Kompetenzen über unsere Sektion hinweg, um die Gesundheitsforschung aus einem Guss zu ermöglichen, von der einzelnen Zelle bis zur Ebene der Volkswirtschaft. In einem weiteren Forschungsverbund, interdisziplinäre Wirkstoffforschung und Biotechnologie, haben sich 20 Institute der Leibniz-Gemeinschaft zusammengeschlossen. Und dieser Forschungsverbund hat sich unter anderem das Ziel gesetzt, eine Neubewertung bekannter Wirkstoffe sowie Verfahren zur angepassten und kosteneffizienten Herstellung zu entwickeln, um neue Wege der Krankheitsprävention und Therapie zu öffnen.
Die Plasmaforscher in der Leibniz-Gemeinschaft öffnen ganz neue Wege in der Zellerneuerung und damit in der Behandlung chronischer Wunden und Krebsleiden. Und zu den zahlreichen Instituten, neben den zahlreichen Instituten, die sich direkt der biomedizinischen oder sozialwissenschaftlichen Forschung widmen, kommen zahlreiche Einrichtungen der Leibniz-Gemeinschaft im Bereich der Medizintechnik, zum Beispiel in der Materialforschung für Hörtransplantate. Statistisch abgesicherte Antworten auf derart komplexe Veränderungen zu finden und Lösungsvorschläge im Hinblick auf Präventionsstrategien zu entwickeln, dies lässt sich nur mit aufwendigen Großversuchen am Menschen selbst studieren. Und damit meine ich nicht den Menschen allein als einzelnes Versuchsobjekt, sondern Population, Kohorten, die Gesellschaft als Ganzes. Die Helmholtz-Gemeinschaft hat die nationale Kohorte angestoßen, ein einzigartiges Versuchslabor, um in den nächsten 5 bis 20 Jahren insgesamt 200.000 Menschen unterschiedlichen Alters aus ganz Deutschland medizinisch zu untersuchen und nach ihren Lebensgewohnheiten zu befragen. Das Leibniz-Institut für Präventionsforschung und Epidemiologie in Bremen ist eines von insgesamt 4 Gründungsmitgliedern aus der Leibniz-Gemeinschaft und stellt mit Herrn Ahrens den Vertreter der Leibniz-Gemeinschaft im Vorstand der nationalen Kohorte. Ich will auch daran erinnern, dass in den neuen deutschen Zentren für Gesundheitsforschung an 5 der insgesamt 6 Zentren 8 Leibniz-Einrichtungen beteiligt sind. Was ich Ihnen zeigen wollte, die Institute der Leibniz-Gemeinschaft bilden die Gesundheitsforschung ab von der kleinsten Einheit bis zur Gesellschaft und durch ihre Vernetzung und Zusammenlegung können sie ganz neue von Kompetenzen, können sie ganz neue Antworten geben. Ich freue mich auf die weiteren Beiträge und bin gespannt auf die anschließende Diskussion.